Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kena, Bridge of Spirits. Ihr seht's vielleicht, ich habe das Eulen-Outfit und das hat mich ja nur geschlagene 4 Stunden gekostet, von denen mindestens 2 bis 2,5 teilweise auf die Steuerung und das Spiel zurückzuführen waren. Es war dieses Parcours-Rennen, hatten wir zusammen einmal angefangen, wo ich 9 Minuten für gebraucht habe. Das sollte ich ja in 2 Minuten 30 schaffen. Seht euch dieses schicke Outfit an. Ich finde es super schön. Ich zeige euch aber gleich noch andere Outfits. Was ich da hatte, abseits dessen, dass ich natürlich mein Gedächtnis trainieren musste, wie der Weg geht und wie ich es am besten mache. Ich hatte viele mechanische Fehler. Kena ist irgendwo abgerutscht, weggerutscht, zur Seite abgeglitscht. Ist deswegen nicht auf dem Baumstamm gelandet. Kena ist zwischen die rollenden Hölzer gerutscht, weil, keine Ahnung, man weiß es nicht so genau. Kena hat den Bogen nicht gespannt in der Luft, obwohl sie das eigentlich hätte tun müssen, weil ich habe ihr das Signal gegeben. Die Rots haben nicht reagiert, als ich gedrückt habe. Und das waren so... Das geht gar nicht. Entschuldigung, aber wenn ich so ein Update einbaue und schon so einen wirklich schwierigen Parcours habe, den du wirklich trainieren musst, damit das funktioniert, dann muss ich mich darauf verlassen können, dass Technik funktioniert. Ich habe jetzt, wie gesagt, 4 Stunden gebraucht, unter anderem auch abseits der Steuerung, weil das Spiel so oft abgestürzt ist. Es kamen Situationen, da bin ich irgendwohin abgestürzt oder sonst was. Das Bild ist schwarz geblieben. Ich musste das gesamte Spiel schließen und neu starten. Und das hatte ich sicherlich 11 oder 12 Mal. Also irgendwann ist es so absurd geworden, da hatte ich es direkt 3 Mal hintereinander. Also sorry, aber das geht gar nicht. Es geht einfach gar nicht. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? So, ich glaube, den Bogenschützen hatten wir ja. Den Waldhüter hatte ich euch auch gezeigt. Das hatten wir ja an. Das Dörfler hatten wir ja. Späher war ja der Ersatz. Bombenleger, klar. Den hier werde ich nicht bekommen. Ich habe zwar das Zeitding geschafft, schaffe es aber nicht, 130 Drehfliegler abzuschießen. Ist wieder so eine Geduldssache. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Holzschmied kannten wir auch. Genauso wie den anderen Holzschmied. Das ist Maskenmacher. Ich muss sagen, ich mag Maskenmacher auch. Ist nicht schlecht, ist eine schicke Farbe, aber das ist deutlich schöner. Und das werde ich jetzt auch anbehalten. Diese beiden können wir nicht machen. Die werden wohl erst noch freigeschaltet. Und ich muss mal gucken, wie die freigeschaltet werden. Jetzt machen wir erstmal mit der Haupthandlung weiter. Und zwar hatte ich irgendwo hier hinten entdeckt, dass wir durchswitchen können. Was ich auch einmal hatte, man musste an gewissen Stellen diesen Blub-Port machen. Okay, na, hat sich zwischen 2 Sachen gebackt und steckte dann dort fest. War auch sehr hilfreich. Um Zeit zu sparen oder so. Ja, ich weiß, Sarkasmus und so. So, irgendwo hier war's. Ich werde mich jetzt auch mit Suchen nicht beschäftigen. Alles ist okay, alles ist prima. Wir werden uns jetzt diese Tore angucken und mal sehen, was Toshi uns so zu sagen hat. Pfad des Kriegers. Ein Kirschbaum. Na, ich weiß nicht. Also Gegner wollte ich jetzt nicht haben. Ich schätze mal, dann habe ich es falsch gemacht. Ich kann keine Maske benutzen. Na, sitz. Blinken die in irgendeiner Reihenfolge? Müsste jetzt raten, um rauszufinden. Ach komm, ist okay. Versuch es nochmal.
war offensichtlich nicht richtig. Also fangen wir hier an. Was genau hat es mir gemacht? Was? Was? Okay. Ich stelle keine Fragen, alles gut. Da ist ein Blümchen, dann komme ich hier nicht lang. Hier komme ich aber auch nicht lang. Very interest, very interest. Ich bin vielleicht ein bisschen müde, weil die Strecke mich wirklich furchtbar ausgelaugt hat. Okay, das hat funktioniert. Natürlich versteckt die Blume sich vor uns. Sieht das ja schon aus, ne? Was genau bringt mir das? Ach so. Was bringt mir das hier? Und das bringt mir exakt gar nichts. Habe ich irgendwas gekonnt übersehen? Exakt. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wo ich überhaupt bin. Das war's nicht. Wo an? Sorry, Kena, ich wollte rüber. Also verstehe ich das richtig? Ich muss einmal das hier aktivieren. Daneben. Kann ich knicken. Fange ich nochmal von vorne an. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was ich tue, aber ich probiere es mal aus.
Okay. Das lief erstaunlich gut. Mitten in den Kampf rein. Was ist das? Warte mal, was ist das? Wie mache ich die? Das macht denen keinen Schaden. Was übersehe ich? Kann ich die Rot auf die ansetzen? Nein. Ich check die hier gerade nicht. Ich wollte mal gucken, was passiert, wenn ich die richtig pariere. So nicht. Das ist nicht die Lösung. Aber was ist die Lösung? Das ist jetzt die Frage. Warte mal. Kann ich die Maske aufsetzen? Nein. Interessiert die alles nicht? Very interest question. Muss ich vielleicht irgendwo hin? Da komme ich nicht durch. Aber das ist auch nicht die Lösung, oder? Das ist auch nicht die Lösung. Irgendwas übersehe ich gerade. Wenn all das nicht geht, was ist denn dann die Option, die geht? Geht auch nicht. Das bringt ja gar nichts. Okay, irgendwas verstehe ich hier gerade nicht. Und ich kann die Dings nicht einsetzen. Was das ist. Jetzt habe ich es verstanden.
Okay, da brauchte ich jetzt einen guten Moment. Aber ich bin drauf gekommen. Ich muss daran denken, dass ich ja diese neue Fähigkeit habe. Das ist sehr wichtig. Gebe ich zu, denke ich auch einfach nicht dran. Auch wenn ich sie gerade exzessiv benutzt habe, um zu porten. Ist immer noch das Dorf, okay. Was ist denn hier? Die Frage ist, wohin? Ah. Na, dahin. Macht er sehr gut. Ich muss mal warten, bis die fertig sind. Ich finde, das lief okay. Dafür, dass ich ein bisschen drüber nachdenken musste. Irgendwo hier vibriert aber meine Hand. Nichts einsammeln. Okay. Nein, es geht natürlich nicht. Vibriert es halt überall, dass hier ein Rott ist und ich weiß nicht, wie ich dran komme. Warte mal. Überhaupt das, was die von mir wollen? It's a very, very good question. Die haben wieder eine Reihenfolge, ne? Keine Ahnung, was man mir hier sagen möchte. Ach, da hinten, okay. Wisst ihr was? Ich rate wieder. Ist ja kein Thema. Das war's übrigens nicht. Ach, das war's nicht. Ich muss doch irgendwie rausfinden, in welcher beschissenen Reihenfolge die gemacht werden sollen. Was passiert, wenn ich mich hier drauf stelle und von da aus die Maske nehme? Ich darf die Maske hier gar nicht benutzen.
War auch nicht richtig. Leider sind die Rätsel hier für mich nicht so eingängig. Die wollen doch bestimmt erreichen. Also irgendwas wollen die hier ja erreichen. Ihr Lieben, 20 Minuten sind rum. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, dieses seltsame... nicht wirklich Rätsel, weil oder Tipps ist das kein Rätsel, sondern einfach nur Rumprobiererei. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Ich finde, wir sind doch durchaus ein bisschen weitergekommen. Und haut rein!